Folge und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Seemannsgarn. Ich bin's wieder, euer Traxi. Ja, heute sind wir im Tier 10 Kreuzer der Franzosen unterwegs, dem Henry. Das Schiff habe ich erst vor einiger Zeit für mich entdeckt, das kann man wirklich so sagen. Ich habe ihn schon relativ lang im Hafen und habe ihn eigentlich relativ lang rosten lassen. Naja, und jetzt ist es so ein paar Tage her gewesen, da kam ich auf die Idee, komm, warum eigentlich nicht? Probierst du das Schiff doch mal aus, insbesondere weil Wargaming ja das neue Verbrauchsmaterial eingeführt hat, den Reload Boost. Und ich muss sagen, ich bin doch angenehm überrascht, wie gut dieses Schiff performt. Und in dieser Runde hier, Okinawa im Herrschaftsmodus, da habe ich, ich glaube, eine ganz interessante Runde für euch vorbereitet und die gucken wir uns jetzt erstmal an. Ja, hier zu Beginn der Runde passiert nicht allzu viel, obwohl ich eigentlich dachte, wir wären vielleicht in der Lage, BC zu machen, was ich für den besseren Start in so eine Runde halte. Zieht die Akizuki also rüber nach B. Die anderen Zerstörer fahren auf A und B, C bleibt also völlig verwaist. Ja, kann man machen. Ich meine, immerhin versucht die Akizuki bei B zu helfen. Die Gearing hat auch schon so ein bisschen Prügel gekriegt. Ich tue hier aus der Entfernung das, was ich am besten kann, nämlich meine lange Artillerie einsetzen, versuche ein Feuer zu legen, Schlachtschiffe ein bisschen abzulenken. Leider stehen die Zerstörer relativ günstig in dem Cap, also aus deren Sicht. Ich kann sie nicht ganz so gut anvisieren, deswegen lasse ich sie jetzt erstmal in Ruhe. Außerdem gibt es ja auch etliche Schiffe, die vorne auf sie draufziehen. Ja, und so ziehe ich also meine Runden, ne? Das ist mit dem Henry, ihr seht, der Motorboost ist an, deswegen könnt ihr jetzt denken, okay, was macht der eigentlich hinter der Yamato, aber ja, so ein bisschen Abstand erstmal, der schadet gar nicht und ich bin auch relativ schnell dann wieder vorne mit dem Schiff. Also man fährt hier Geschwindigkeiten, die man relativ selten auf Kreuzern sieht und abgesehen davon habe ich eine sehr gute Präzision auf diesem Schiff. Ja, aber die Republik, die weigert sich, die will also noch nicht so richtig brennen. Das ist mir egal. Man kann ja auch einfach nochmal versuchen oder nochmal versuchen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Ist also der nächste Zerstörer raus. Der Gegner hat noch alle seine Schiffe. Wir haben schon zwei verloren. Das sieht jetzt weder von den Punkten noch von den Schiffen gut aus. C wird eingenommen. Gegenwehr gibt es natürlich keine. Bei B sieht das auch nicht wirklich gut aus. Und A, ja, also zumindest laut der Minimap könnte das auch besser aussehen. Sagen wir es doch erstmal so. Nun gut, A ist eingenommen. Der Gegner hat sich wohl nicht intensiv oder lang genug reingetraut. Währenddessen habe ich es also endlich auch geschafft, die Republik anzuzünden. Ja, der hat schon ein Problem, also da gibt es genug große und kleinere Schiffe, die auf ihn schießen. Der brennt auf zwei, drei Sektoren und irgendwie war die Runde dann auch für ihn vorbei. Yamato hat da den Deckel drauf gemacht. So. In A versuche ich jetzt die Z-52 ein bisschen vor der Buffalo zu schützen. Die wird sie höchstwahrscheinlich auch gerade geradert haben. Auf jeden Fall fliegen da lustig Shells hin und her. Z-52 schießt auch zurück. Buffalo schmilzt so ein bisschen. Versucht da noch gegen anzuheilen. Und ja, auch lustig, HE-Treffer, alles was kaputt geht, ist eine Flak, ansonsten kein Schaden, aber okay. Schießen wir halt die nächste Salve hinterher. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir die Z-52 retten. Ist nämlich der letzte Zerstörer, den wir haben. Der Gegner hat immer noch drei davon. Ja, immerhin konnten wir von den Schiffen ausgleichen. Jetzt steht es 9:9. Von den Tickets her sind wir relativ nah dran gekommen. Auf der anderen Seite ist C so weit weg, da brauchen wir gar nicht dran denken, den wieder zu holen. Zumindest im Moment keine Chance, daran zu kommen. Die meisten Schiffe haben sich jetzt hoch Richtung A orientiert. Das muss auch nicht verkehrt sein. Das Einzige, was verkehrt wäre, ist also dauerhaft in A stehen zu bleiben. Und ja, hinter dieser Insel kommt man halt weder an B noch an C ran. Mit der Artillerie schon, aber dadurch nimmt man ja den Cap nicht ein. Ja, und was der Kurfürst gemacht hat, weiß ich nicht. Der ist noch taufrisch. Das wird also mal Zeit, dass der auch ein bisschen was fängt. Ich schieße da jetzt mal lustig drüber. Und hoffe einfach drauf,
dass wir den auch mal ein bisschen kitzeln können, den Jungen. Der fährt da seinen Schlingerkurs und weiß, glaube ich, auch nicht genau, wo er hin will. Er versucht jetzt reinzudrehen, nimmt sich dann auch mal ein Feuer. Ich meine, es ist jetzt erst das zweite gewesen, gemessen an den Schüssen, die ich abgegeben habe und der eigentlich doch recht hohen Brandwahrscheinlichkeit, ist das schon eher eine Enttäuschung. Aber gut. Was haben wir denn da? Da steht ein Friedrich, der scheint AFK zu sein. Und in dem Moment ist es auch mal ziemlich sinnvoll, diesen Reload-Booster auszuprobieren. Ich habe jetzt die erste Salve ziemlich mittig geschossen, die zweite eher nach hinten. Und mit der dritten will ich auf die vorderen Sektoren schießen. Und mit der ersten Salve schon zwei Feuer gemacht. Jetzt meint RNG ist gerade richtig gut mit mir. Gleich noch ein Feuer. Ich meine, er kann einem fast leid tun. Steht da, warum auch immer AFK und brennt halt lichterloh. Falls er Fire Prevention drauf haben sollte, dann würde er auch nicht mehr als drei Sektoren brennen können. Aber bei mir geht der Schaden jetzt natürlich rapide nach oben. Jetzt ist wieder mal Mission Z52 retten angesagt. Der ist in eine bisschen blöde Situation reingeraten da vorne und ich versuche jetzt erstmal die Keyring zu bearbeiten. Ja, hat er sich selber rausdrehen können, das ist ganz ordentlich. Auf der anderen Seite sind da immer noch zwei Schiffe, die ihn entdeckt haben. Und bei einer Minotaur, da muss man doch einfach mal auf AP umswitchen. Also so eine Minotaur, die schreit ja eigentlich immer danach. Oh, da kommt der Vernichter nach ungefähr 7, 8 Minuten schon. Aber ist klar, mein kleines Opfer da hinten. Zack, dreifach Zitadelle mit 23.000. Na, schöne Grüße. Ich würde mal sagen, der Wechsel auf AP hat sich durchaus gelohnt. Seit das Riesenproblem der Minotaur, dieses Schiff kann zwar unheimlich stark austeilen, hat auch super Torpedos, aber was es überhaupt nicht hat, ist Armor. Und in dem Fall muss ich jetzt sagen, gut, der da Breitseite von der Henry fährt mit dem Kaliber, der darf sich da noch nicht wundern, wenn es mal richtig klingelt. Ja, da haben wir mal die Gelegenheit, einen kleinen Zwischenstand hier abzuziehen. Also wir liegen nur ein Schiff hinten, allerdings dafür auch 200 Tickets. Immerhin. Nach 8 Minuten habe ich 137.000 Schaden gemacht. Natürlich geht davon auch etliches auf den Friedrich, aber das gehört offensichtlich zu dieser Runde dazu. Der Großteil unserer Schiffe steht in A. Wir haben da unten noch zwei Schlachtschiffe, die sich irgendwie zwischen B und C ein bisschen betteln. Aber diese Situation hier gerade, die ist so ziemlich unerfreulich. Wir hängen jetzt nämlich erstmal ein bisschen fest. So richtig gut rauskommen aus A können wir nicht. Auf der anderen Seite ist meine Position auch gar nicht so schlecht. Ich kann also aus dem Cap raus auf die anderen Schiffe wirken. Stehe relativ gut gewinkelt, von daher habe ich nicht allzu viel zu befürchten. Ja, und jetzt fährt da hinten halt schon wieder das nächste Schlachtschiff. Und ich habe so das Gefühl, der würde auch ganz gerne mal brennen, oder? So ein bisschen Barbecue könnten wir doch jetzt alle gut gebrauchen. Gucken, wie der Kollege das sieht. Ja, da nimmt er sich mal eins. So, die Minotaur, die hat ja eben schon genervt. Auf der anderen Seite ist es gerade noch zu verlockend, auf den Friedrich weiter zu schießen. Und unsere Yamato. Eieiei, das. Autsch, das tut weh. Das waren richtig schöne Torps von der Mino. Hat er alle auf den gleichen Punkt geschossen, alle einzeln. Und die Yamato tut ihm auch noch den Gefallen und schluckt die weg. Auf der anderen Seite kann man sich das auch, glaube ich, kaum mit einem anderen Schiff erlauben als mit der Yamato. Guckt es euch an, die Hälfte der Energie ist noch da. Natürlich hat er Flooding bekommen und er brennt auch fleißig. Aber der Torpedoschutz an der Yamato, der ist einfach abartig. Naja, und nichtsdestotrotz kriegt er jetzt natürlich von zwei Seiten richtig schön Druck. Deswegen versuche ich jetzt hier also aus der nächsten Reihe nochmal mit AP erstmal auf das Breitseite-Schlachtschiff zu fahren. Ja, da hat er Glück gehabt und ich ziemlich viel Pech. Guckt euch das mal an, was dabei rausgekommen ist. Dann gehen wir halt wieder auf HE. Scheint ja zu funktionieren, außerdem brennt der gar nicht mehr. Ich glaube, so ein bisschen was geht da doch noch, oder? Ja. Wichtig ist jetzt, wie gesagt, dass wir hier aus A endlich rauskommen. Also wir brauchen Caps. Wir liegen jetzt zwar nicht mehr 200 Punkte zurück, aber 140 sind es immer noch. Und wir müssen hier im wahrsten Sinne jetzt irgendwie die Kurve kriegen.
Na gut, also jetzt hat er noch ein Feuer, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das überlebt. Da ist er weg. Da ist er weg. Und jetzt müssen wir mit Volldampf mal reinziehen nach B. Da in der Nähe war zuletzt auch noch ein Zerstörer gespottet. Unsere drei haben wir ja relativ schnell verloren. Auch wenn zumindest die Z-52 hier sicherlich einen ganz guten Job gemacht hat. Aber, ja, wir müssen diese Punkte aufholen. Und glücklicherweise haben wir jetzt immerhin einen Vorsprung, was die Anzahl der Schiffe angeht. Wir haben auch noch genug Zeit. Es sind noch fast 9 Minuten in dieser Runde. Aber nichtsdestotrotz muss man jetzt irgendwann mal aufschließen. Und ja, so geht's auch. Einfach mal noch ein Schiff versenkt. Ja, und jetzt fährt da hinten eine Conqueror. Eine North Carolina ist da aufgegangen. Das finde ich ja super. Also ist mir jetzt auch relativ egal, ob ich entdeckt werde oder nicht. Im Moment, ich bin ja noch außerhalb des Caps. Was soll passieren? Selbst wenn die von vorne schießt. Ich bin relativ gut gepanzert und ich habe da keine Angst vor. Es ist ein 8er Schlachtschiff. Das heißt nicht, dass der mir nicht wehtun kann, aber ich gehe nicht davon aus, dass er mich jetzt versenken könnte. Und so nutze ich jetzt erstmal den kleinen Berg, um da drüber zu schießen und so langsam ein bisschen mehr in Deckung zu kommen. Ah, guck mal, da ist schon wieder ein Feuer. Also so wie es am bunten Anfang offensichtlich schwierig war, ein Feuer zu legen, ist es jetzt gerade doch relativ leicht. Diese ganzen Brände führen dazu, dass ich jetzt schon bei 192.000 Schaden bin. Da geht also im Hintergrund richtig die Post ab. Und im Prinzip kann man diesen Schlachtschiffen kaum Vorwurf machen. Der NC jetzt vielleicht doch gerade, also ist auch der Moment, wo man dann wieder mal den Reload-Boost zücken kann. Der hat nämlich offensichtlich gedacht, na komm, was soll passieren? Ich lösche einfach mal den Brand. Ja, was soll passieren, ne? Blöd, jetzt hat er schon den nächsten. Und ich gebe natürlich alles und versuche dann noch weiter drauf zu schießen. Jetzt mischt sich noch die Conqueror ein, aber der hat nicht gemerkt, dass ich mit meinem Motorbus relativ schnell rückwärts fahre und ich deswegen die Shells dodgen konnte. Da kommt das Großkaliber hinterher, also offensichtlich 200.000 jetzt auf der Uhr. Funktioniert das mit den Bränden auf diese Schlachtschiffe extrem gut, insbesondere wenn man den Moment abpassen kann, wo sie repariert haben und wo man dann gleich wieder das nächste Feuer sticky machen kann. Na klar, Brandschaden, der kann vollständig repariert werden, aber du musst ja auch erstmal dazu kommen, ihn zu reparieren. Ja, wenn die Repair-Mannschaft gerade auf Cooldown ist und wenn man das nächste Verbrauchsmaterial noch nicht einsatzbereit hat, dann brennt man halt schneller ab, als man diesen Schaden wiederherstellen könnte. Kleine Ausnahme dabei bildet vielleicht noch die Conqueror, weil die mit ihrem Super Heal dermaßen schnell und viel heilen kann, dass es wirklich schwer ist, sie nur mit Feuer down zu kriegen. Aber es wäre nun blöd. Er ist in meiner Reichweite. 2 Schiffe hat der Gegner noch. Und selbst wenn ich jetzt vorhab, den Cap zu holen, es wäre einfach blöd, jetzt nicht zu schießen. Abgesehen davon hat der von 2 anderen oder vielleicht 3 anderen Schiffen auch noch Beschuss. Und deswegen halte ich es jetzt also für relativ ausgeschlossen, dass er ausgerechnet auf mich schießen sollte. Da sieht man es auch schon. Seine Schüsse gehen quer ab Richtung A hoch. Ja, ich cap jetzt hier erstmal. Capen ist ja immer eine schöne Sache, abgesehen davon, dass es unheimlich wichtig ist, das zu tun, bringt es auch eine ganze Menge Base-EP. Da wird man also tatsächlich dafür, dass man das Spiel so spielt, wie der Modus es vorsieht, doch ordentlich belohnt. Und es wäre ja nun schon der nächste Cap. B habe ich ja gerade schon geholt. Und ja... Jetzt ist mir also, ja, ist ein bisschen zu weit weg. Also ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt schieße, dass meine Shells schlicht und ergreifend hinter dem Schiff einschlagen, er mir da rausfährt. Aber durch das Feuer, das er noch drauf hatte, kommt noch der Unterstützer dazu. Ja, jetzt sind wir bei 231.000. Und offensichtlich hat das Feuer aufgehört zu brennen. Oder, das kann natürlich auch sein, Conqueror hat dann doch gelöscht. Ah ja, der ist ja schon relativ... Na, guck an. Jetzt hat er es auch genauso gemacht mit unserer Bismarck. Aber er ist ja auch ganz gut da beschäftigt.
Rohan ist jetzt sicherlich nicht das Schiff, mit dem man offensiv am aggressivsten spielen kann. Das kann ja nicht wahr sein. Hat er sich nur ein Torpedo gefangen? Okay, also ist die Luoyang auch relativ nah dran an der Conqueror, zumindest in der gleichen Fahrtrichtung irgendwo auf der Außenbahn. Ja gut, die Rohan hat halt diese beiden Türme hinten. Dadurch muss man dann relativ viel Breitseite zeigen. Ist eigentlich fast sinnvoller, mit dem Schiff langsam vor dem Gegner herzufahren und die hinteren Türme zu nutzen, als mal wieder reinzudrehen. Auf der anderen Seite ist sie halt auch relativ agil. Und man kann damit auch diesen Wiggle-Wiggle ganz gut machen. Aber ja, wenn er da kann das jetzt wahr sein? Also diese Torpedos, die haben ihn jetzt zwar nicht umgebracht, ne? Die haben ihn offensichtlich nicht umgebracht, aber die hätte er alle genommen. Das kann ja nicht wahr sein. Nun gut, jetzt habe ich so langsam die Aufmerksamkeit von der Conqueror, aber Schießen und Treffen, das sind halt manchmal so zwei Dinge, die passen nicht immer ganz gut zusammen. Unabhängig davon, 2 gegen 2. Die große Frage bleibt, wo ist der Zerstörer? Die gute Nachricht ist, wir sind punktetechnisch jetzt endlich mal davongezogen. Und jetzt erst recht. Jetzt haben wir es soweit im Sack. Conqueror ist gesunken. Wir sind jetzt bei ungefähr 900 Tickets. Der Gegner hat keinen Cap, hat nur noch einen Zerstörer. Und wir haben im Prinzip kaum eine Möglichkeit, den aufzudecken. Ja, irgendwo muss er sein. Also ich versuche jetzt einfach mal den Abstand zu verkürzen. Ich bin ja auch entdeckt, von daher gehe ich davon aus, irgendwo in der Sichtlinie wird er schon stehen. Und jetzt kriege ich eben auch noch die Indikation, okay, A fällt gerade. Das heißt, er wird wohl nach A reingefahren sein. Aber mir nicht ganz sicher, ob er eventuell im vorderen Bereich stehen geblieben ist, wartet, vielleicht nochmal Torpedos ablassen wollte. Aber gut. Ja, gegen diesen Cap oder die Cap-Eroberung kann ich von hier aus halt im Moment nichts tun. Auf der anderen Seite sind wir jetzt bei 970. Ich schreibe es jetzt nochmal im Chat rein, 247k. Ich glaube, das ist meine erfolgreichste Runde in der Henry überhaupt bislang gewesen. Und das Schiff, das wird echt massiv unterschätzt. Also, das ist ein unheimlich. Ja. Also, das kann eigentlich einerseits sehr viel einstecken und andererseits unglaublich hart austeilen. Von daher, wenn euch so eine Henry über den Weg kommt, dann macht nicht den Fehler und geht davon aus, dass euch nichts passieren könnte. So, und am Rundenende kam dann das dabei heraus. 1,1 Millionen Credits, 18.000 EP und die drei Auszeichnungen Unterstützer, Vernichter und Großkaliber mit 247.000 Schaden. Ich muss sagen, das hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, als ich die Runde angefangen hatte. 2.500 Base-EP ist auch immer nice, vor allen Dingen, wenn man mal sieht, wie das danach im Team weitergeht. Ich habe ja 800 Base-EP mehr als der zweite gemacht. Und auf der anderen Seite haben sich, glaube ich, einige Schiffe teuer verkauft und trotzdem haben wir dieses Spiel so zur Mitte, zwei Drittel der Runde dann doch erfolgreich gedreht. Ja, hier sieht man eine schöne Mischung aus Alpha-Damage und Brandschaden. Also ihr habt fast genauso viel Schaden mit dem Einschlag der HE-Granaten gemacht wie mit den Folgen. 125.000 durch Brände. So viel Schaden mache ich in manchen Runden ganz zusammen nicht. Naja, und hier sieht man den kleinen Trick, wenn man ihn so nennen kann. Ich habe etliche Spezialfahnen drauf gehabt. 920.000 Credits sind übergeblieben und fast 20.000 Captain EP erspielt. Wie immer sage ich danke fürs Zusehen, das war's und bis zum nächsten Mal. Euer Traxi.